Eine schöne braune Rostbratwurst, bitte. Natürlich. Auch hier in Thüringen, dem Kernland von Rostbratwurst und nationalsozialistischer Bewegung, wird ein NPD-Verbot diskutiert. Wir haben eine bessere Lösung. Amt für Entnazifizierung, guten Tag. Wir hätten da ein paar Fragen an Sie. An mich? Ja, genau. Welcher Politiker hat dem deutschen Volk am meisten Schaden zugefügt? Hitler, Adenauer, Willy Brandt, Helmut Kohl? Ja, Hitler. Manchmal sagen wir halt, so einen kleinen Adolf könnten wir wieder mal gebrauchen. Ja? Könnten wir so einen kleinen Adolf mal wieder gebrauchen? Ja, würde ich so. Was würde dann besser? Ja, da würde vieles besser werden. Was würde der machen? Ich habe das jetzt beim Adolf nicht gegeben, was hier mit den Ausländern passiert. Das hätte er hier abgeschafft, aber hundertprozentig. Was hätte Adolf Hitler gemacht mit den Ausländern? Die hätte er, was weiß ich, die hätte er erstens auch nicht nahegelassen oder hätte sie, was weiß ich, wohin geschickt zum Ver. Man muss man halt mal haben, meines Ermessens, der mal ein bisschen aufräumen tät. Sie denken an Gutenberg. Zum Beispiel. Das muss ich überhaupt erst mal, bevor Sie weitermachen, mal fragen, was ist denn das für eine Umfrage überhaupt? Das ist die allgemeine Entnazifizierung, die wir in Ostdeutschland durchführen, weil es hier noch zu viele Nazis gibt. Nazis? Mhm. Politkommissare Behrendt und Sonneborn, wir sind vom Amt für Entnazifizierung. Würden Sie mal öffnen? Was von der Entnazifizierung! Vervollständigen Sie bitte diese Frage. Ich habe nichts gegen Ausländer, aber... Wenn es nach mir geht, würde ich sie wieder abschieben. Alle wieder in ihr eigenes Land, die sollen dort sehen, wie sie zurechtkommen. Denn unseren Staat bringen die nicht. Wie lange währte das tausendjährige Reich? Das ist eine Fangfrage. War das 1000 Jahre. Genau. Wenn am nächsten Sonntag Wahl wäre, würden Sie NPD wählen? Nee, auch nicht. NPD werde ich nicht wählen. Ich kenne mich vor, was ich jahrelang gewählt habe. Was ich vielleicht auch wieder wählen werde, ist die halt die FDP. Das ist ja total irre. Ja, nee, das ist nicht irre, das ist so. Und hat Rösler das Zeug zu einem kleinen Hitler? Der Rösler, das ist doch der Ausländer. Rösler ist Ausländer. Ich werde den nicht aufnehmen. Fertig, aus dem Haus. Der soll wieder da gehen, wo er herkommt. Und der soll da Politik machen. Sie haben eine tadellose Gesinnung und Sie sind entnazifiziert. Herzlichen Glückwunsch. So könnte es gehen. Erst die kleinen Hitler entnazifizieren, dann verschwinden die großen Braunen ganz von selbst. Martin Sonneborn, meine Damen und Herren, vielen Dank.